So, das war Raum Nummer 5, glaube ich. Drei to go. Ihr habt es beide geschafft, ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als wärt ihr nur Maschinen. Hier ist ein Knopf. Ich spring da einfach mal rauf. Der ändert hier die Richtung. Okay. Also, wir werden wieder dieses. Also ich mach das mal so. Okay, warte, Also ich kann es Moment. jetzt in die andere Richtung laufen lassen. Schau mal, ob dir das irgendwas bringt. So, ich kann jetzt das machen. Okay. Dann, ups. Upsa. Moment, Was müssen wir so. denn überhaupt machen? Ah, jetzt kann ich zu dir. Das ist aber nicht das, was wir wollen, oder? Du willst da hoch. Ach nee, ich kann da auf den Knopf. Ich kann auf den Knopf hier hinten. Ach so, okay. Dreht es mal wieder um. Okay, ich drehe es um. So, da ist nämlich ein Knopf. Da komme ich jetzt hin. Und den kann ich dann drücken. Wahrscheinlich kehrt er auch wieder das Portal um. Nee, der baut da was anderes hin. Genau. Guck mal, jetzt kannst du dich hier rüber katapultieren lassen. In Ordnung. Und ich kann was machen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Da oben ist der Ausgang. Ach so. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So, pass mal auf. Lass dich mal katapultieren. Okay. Roboter fliegt. Okay. Ja, Okay, du bist ich bin also da, ich bin durch. durch. Schon mal gut. So, jetzt ist die Frage. Ah, warte mal, ich kann hier Portale setzen. Die Frage ist, ob das irgendwie was nützt. Ach ja, wir müssen es, denke ich, genauso machen jetzt. Wie bei Das mir. Problem ist, der Knopf ist dann weg. Das stimmt natürlich, aber den brauche ich dann ja gar nicht mehr. Zwingend. Ja, das. Wenn du Ich kann das. hier oben aber nicht hinschießen. Aber da unten, oder? Kannst du da hinschießen? Da kann ich hinschießen, ja. Genau, dann schieß mal dein Portal hier hin, das dunkelblaue. So. Genau. Und dann, wenn Wenn ich. du da in der Mitte bist, ändere ich das. Du musst hier auf die Plattform rauf und danach müsstest du hier hochkommen. Probier das mal. So, jetzt raus da. Ach Mist. Ach so. Ja, du hast recht, genau. So, Ja, aber so ich ist weiß, richtig. du warst das, Blue. Tu nicht so stolz. Aber so ist es richtig. Genau. Ist es jetzt allerdings ein bisschen kacke, glaube ich. Nee, du kannst, müsstest eigentlich mit dem Katapult dahin fliegen können. Jetzt da Fliege ich da wieder ein Stück? rein, in den Strahl rein. Das schaffe ich nicht. Ach so. Weil ich bin zu weit weg. Ich glaube, das Problem, ich glaube, du musst wieder runterkommen. Ich glaube, ich hätte nicht sterben dürfen. Okay, gut, dann machen wir das nochmal. Ich komme wieder runter. So, okay, genau. Jetzt, wie hatten wir das jetzt gemacht? Ach so, nee. Wechsel. So. Ja, genau, pass auf, genau, ich muss rüber wieder. Hep. So, jetzt kann ich hier das hinsetzen. Und dort. Genau, so ist richtig, hep.
So, jetzt geht's runter. Ach so, okay. Genau, jetzt kann ich wieder auf den... Knopf. Knopf. So. Jetzt kann ich dir dort eins hinsetzen und wie dort, genau. Gut, ich fliege. So. Dann einmal hier. Und einmal da. Genau, jetzt muss ich hier rüber. Und auf die Plattform rauf. Genau. Hep. So. Ups, das war das falsche. Moment. Perfekt. Sehr schön. Zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Was denn? Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Das war jetzt aber gemein. Ah, sie wird sich noch wundern, wie klein unsere Gehirne sind. Denke ich mal. Ja, ja. So, wieder mal ein schöner Ladebildschirm. Wo wir die beiden Roboter ein bisschen mal in Einzelteilen betrachten können. Das ist der Standardstrecke. Extra für euch. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Ah, ja. Immer doch. Die ist relativ groß. So, okay, der dreht wieder die Richtung um. Okay, Idee Nummer 1. Lass dich mal da durch schweben. Und dann muss ich hier die Portale neu setzen. Oh, hier ist so ein fieser... warte mal, ich probiere das mal so. Oh. Das ist sehr, sehr gefährlich hier. Okay, krass. Ja. So. Warte mal, oh, ich glaube, ich hab's... Nee, wenn ich das Portal jetzt hier hin mache... Ach, ich kann's aber umdrehen, ich kann's umdrehen. Okay, dann mach einen Countdown und dann drehst du es um. Okay. Schnell! Ja, Das war ziemlich knapp. Das war knapp, ja. Genau, jetzt kannst du es wieder da oben hin... Ach nee, Moment, was machen wir denn jetzt? Jetzt kommst du da wieder raus. Oh, warte mal, hier unten kann ich ein Portal hinsetzen. Oh, wow. Okay. Oh, heftig. Okay, warte, nee, ich setze wieder zurück, dann kommst du ein bisschen so hin. Boah. Oh, Alter. Nee, umdrehen, Alter. Umdrehen, blaue. Ja. Nee, geht. Und go. Go. Schnell. Ach, huch. Ach, der unterbricht dein... Ach nee, ist ja alles richtig, alles gut. Alles gut. Der unterbricht den Laser, verstehe. Okay, heftig. Okay, du musst bereit sein, um wieder, das wieder umzuändern. Ja. Das Blöde ist echt, dass ich so ein bisschen schlecht sehe hier. Ja. Jetzt lass mich hoch. Okay, gut. Geht schon. Nein! Oh. Okay, ruhig. Ich geh nochmal runter hier. So. Das. Ach nee, jetzt komm, hepp. Ich hoffe, das reicht. Ein bisschen knapp, ich hoffe auch. Ja. Yes, nein. Mist, schon wieder. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen muss. Ich muss ja schnell genug sein, sonst krieg ich da bin ich ziemlich tot. Ui. Ui. Und tap. Ei, Karamba. Ah. Nein. Okay, ist alles... Okay, jetzt wissen wir aber wenigstens, wie das geht. So, ich gehe nochmal hier rein. So, ja. Jetzt kannst du es direkt lassen. Das müsste ausreichen. Sehr gut. Danach muss es direkt umkehren. Ja, sehr schön.
Okay, perfekt. Und nu? Ja, ich gehe einfach mal hier runter. Okay, okay, Da ist noch so ein fieser kleiner Roboter. Oh, der schießt schon. Ja, ja, der schießt. Ich muss da an den Kubus irgendwie ran. Wie machen wir denn das? Kannst du ihn irgendwie ablenken vielleicht? Wo ist denn der? Hier. Ach, da. Okay. Nee, leider glaube ich nicht. Ah, warte mal, ich kann hier deine Portale überschreiben. Kannst du hier reinkommen? Ach so. Nee, geht wahrscheinlich nicht, oder? Geht schon. Doch, klar. Ja, dann komm mal zu mir am besten. Ja. Hip. Huch, was war das denn? Zwar sollte ich euch hier einfach zurücklassen, aber ich brauche euch noch für etwas anderes. Da darfst du nicht durch, okay. Ah, warte mal, So, das hat gereicht. Mega. Gut. So, ich gehe jetzt mal an den Kubus daran. Ich komme nachher nicht mehr zurück. Das heißt, du darfst mein Hellblaues da nicht mehr überschreiben. Ja, okay. Glaube ich einfach mal. So, jetzt musst du mich wieder durchlassen. Durchlassen? Oder, inwiefern? Achso, umdrehen. Umkehren. Umdrehen, genau. Ich lass dir einfach mal den Kubus da und bleib erstmal hier. Für den Fall, dass wir irgendwas verbocken, müssen wir das ganze Ding hier nicht nochmal machen. Okay. Okay, jetzt lasse ich den erstmal durchlaufen. Und dann gehe ich schnell da runter. Und schnapp ihn mir aus dem Schacht. Ja, ich kann auch die Portale jetzt wieder überschreiben, also das ist kein Problem. Okay, so. Wenn du ihn jetzt lasse ich ihn wieder zurück. Und jetzt kann ich mir den schnappen. So. Ah, da unten ist keine Säure, das ist ja schon mal positiv. Jetzt komme ich auch wieder zurück. Ich habe aber eine schlimmere Vermutung. Wo muss denn der hin? Der muss wahrscheinlich auf den Knopf, oder? Ach, ey, nee. Zwar sollte ich euch hier einfach zurücklassen, aber ich brauche euch noch für etwas anderes. Okay, das war eine blöde Idee. Aber nicht so tragisch. Du musst irgendwie da hoch. Wieder zum Knopf wahrscheinlich mit dem Ding. Hier unten. Da ist noch so, da ja, ist ein Portal. Genau. Ich muss den Kubus natürlich auf den Knopf legen. Das ist natürlich naheliegend. Ist wahrscheinlich ja der einzige Knopf. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja. So, warte mal. Dann mache ich das so. Dann kannst du wieder hoch. Ah ja. Sehr gut. So, die Frage ist jetzt... So, den Kubus haben wir schon mal. Dann komme ich jetzt mal zurück erstmal. Genau. Ah, wahrscheinlich müssen wir hier dann das Portal hinsetzen. Ich habe eine andere Vermutung. Ja. Kannst du den Kubus mal wegnehmen? Kurz. Ich muss hier hoch. So, hier kommt noch... Hier kommt noch ein was anderes, so ein bisschen Abfall dazu. So, wenn wir jetzt das so machen. Huch. Mein Portal hat gerade ein paar Performance-Probleme aus irgendwelchen Gründen. So, ich glaube, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen hier ein Portal hinsetzen, uns nach oben fahren lassen, dann wieder runterfallen lassen und da rauskommen. Das Problem ist, mit dem Würfel drauf fahren wir nicht hoch, sondern runter. Genau, dann müsstest du den wegnehmen, denke ich. Okay, ich nehme ihn mal weg. So, ich nehme jetzt das Ding und das Ding. Hep, lass mich jetzt hier hochfahren. Und mach Folgendes. So. Das gleiche müssen wir jetzt mit dem Kubus machen. Weil hier ist so ein Kubus-Ding. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt hier am Ziel quasi. Ach, der Kubus muss da durch. Genau.
Der muss hier rein. Was passiert, wenn ich hier rauf... Ach nee, da geht der nur mit dem Kubus. Hm. Wie bist du denn jetzt darüber gekommen? Ich habe das irgendwie gar nicht so mitgekriegt. Na, du musst dich erst mit dem... du schießt da, wo das Portal... Also da, wo der... Ach so. Ja, ich glaube, ich... Traktorstrahl ist. Dann lässt du dich da hochtragen. Und dann runterspringen. Und dann, genau, dann runterspringen. So. Das Problem ist, ich kann kein Portal schießen, wenn ich den Kubus habe. Ja, das musst du, glaube ich, ohne Kubus machen. Ja, aber ich muss dir den Kubus doch rübergeben. Der Kubus muss ja mit rüber. Ich glaube, du hättest nur den Kubus selber schießen müssen. Ach so. Das könnte sein. Dann machen wir das doch. So. Dann, in Ordnung, Kubus kommt. Jawohl. Hep. Sehr gut. So, den kann ich jetzt hier reintun. So, dann komme ich noch nach. Ich warte sicherheitshalber, bis ich ganz oben bin. Damit ja nichts schief geht. Genau. So. Perfekt. Super. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverlaufs abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Wie immer. Wie immer. Die Gesten sind gar nicht albern. Finde ich auch nicht. Ich finde die ganz schick. So. Mal schauen, was sie sich diesmal einfallen lassen hat für die letzte Teststrecke. Wir sind relativ schnell, habe ich das Gefühl. Das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Wo bist du? Nur ein Verwaltungsfehler. Ja, die Verwaltung. Okay. Soweit sieht das aber noch ganz Standard aus. Ja. So, was ist hier? Wieder Spikes, oh mein Gott. Eieiei. Hm. Ah, guck mal hier. So. Ah, so wird cool. Das was. Okay. Glaube ich. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. ja, ich auch. Hä? Ja. Ich kann hier unten eins hinsetzen, aber du musst aufpassen, da unten kommen die ganzen. Hast du die Lichtbrücke noch? Kannst du da unten mal irgendwie eine Lichtbrücke hinmachen? Ja, die. Ich weiß leider nicht mehr welches. Rot, glaube ich. Rot, ja, okay. Wo soll ich es hinsetzen? Hier würde ich mal. Ah, ein bisschen weiter, ja. So. Mehr geht nicht. Ja, das passt. Hoffe ich mal. Wir fallen jetzt halt einfach. So. Huch. Okay. Und, ah! Oh, ich habe ich deine... Ah, Mist. Ich glaube, ich habe dein rotes Portal überschrieben. Der Schalter sei dort unten. Ah, ja, das kann sein. Mist. So. So, dann nehme ich das hier schon mal mit. Vielleicht muss auch nur einer da durch. Weiß ich nicht. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen da schon beide durch. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ah, warte mal, hier kannst du eins hinmachen. Aber ich muss es gar nicht... Genau, ich muss woanders hinsetzen. Richtig. Und zwar dorthin. Dann haben wir nämlich gar kein Problem. Genau. Gut, dann runter mit uns. Wir haben, glaube ich, ein Problem. Das Portal geht gleich weg, wenn ich da durchgehe. Okay, aber das macht nichts. Ja, das macht nichts. Sehr gut. Aha. Okay, ich bin jetzt der Lichtbrückenmann. Gut, dann bin ich der Transportfeldmann. ja, wo? Hier vielleicht, oder? Ah ja, das hört sich ganz gut an. Oh weia. Oh weia.
Die rote? Rot. Ja, die Frage ist wo, aber ich bin gut durchgekommen. Ich auch, ich hab's überlebt. So, jetzt vielleicht hier hin, Hepp. Wo? Ach so. Ja, machen wir mal. Problem ist nur, dass die hier immer noch schießen. Wo müssen wir denn überhaupt so hin? Ja, das da ist hinten, die Frage. Da hinten müssen wir wahrscheinlich irgendwie hin. Ja, wahrscheinlich. Aber ich denke, ich werde die Lichtbrücke mitnehmen müssen. Ja. Also ich nehme das hier mal so mit. Das Feld. Und dann können wir ja da reinspringen. Hast du die Lichtbrücke noch? Ja, die habe ich. Dann save ich mal hier ab. Ne, ja, wir können einfach in den Strahl springen. Dann müssen wir da hinten rauskommen. Okay, ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Schießt ein bisschen, aber nichts, was irgendwie dramatisch wäre. Ja, das stimmt. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da hinten hin. Könnte ich mir vorstellen. Ja, da ist irgendein Schild. Und ich denke, da ist ein Ausgang. Oder ja, die nächste Testkammer. So. Ja. Sehr schön. Ach, guck mal, wir können hier immer noch in den Raum reingucken. Ah, sehr schön. Gut, dann nehme ich das mal wieder so mit. Das Problem ist nur, dass ich keine Lichtbrücke mehr habe. Kannst du nicht hier... Ach, da unten, doch, kann ich. Ja. Ja. Sehr schön. So, gesaved. In Ordnung. Aha, okay. Machen wir es mal so. Oh, Mist. Kannst du es safen irgendwie? Nee, ich wusste nicht, wo ich da eins hinsetzen sollte. Da war ich ein bisschen schnell, das tut mir leid. Aber da ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall richtig. Also von daher müssen wir mal echt schauen. Ja. So, am besten lassen wir uns erstmal rübertragen und dann schauen wir da nochmal. Genau. Wo du denn da die Lichtbrücke hinbauen könntest. Wie wär's hiermit? Das nützt uns aber nichts. Ach so, doch, das nützt uns was. Sehr schön, ja gut, dann auf geht's. Ich muss sie nur dann irgendwann wegnehmen. Okay. Ja, am besten jetzt irgendwie da hinten hin. Genau. Hep. Schnell, schnell, schnell. Okay. Puh. Gut. Okay, geschafft. Ich komm mit. Und nun die CD, ne? Jetzt die CD, genau. Der war am Anfang. Ne, hier ist sie. Sehr gut. Sehr gut, so. Perfekt, Mensch. Das ging ja schlecht. Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Ich kann alles sehen. Und es ist nichts passiert. Sehr schön. Jetzt ist was passiert. So. Das war eng. Und ich glaube, jetzt wird's, wenn jetzt Gladys wirklich volle Energie hat, ja. Das wäre natürlich schlecht. Aber das müsste jetzt auch mit der vierten Kampagne gewesen sein. Jawohl. Ja, wir sind wieder im Hub. Glückwunsch zum Abschluss der Standard-Team-Teststrecken von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine Sonderbonusstrecke, an deren Ende wir Menschen finden und befreien. Yay! Yay! Mit euch weiß ich, wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den, Notausgang aktiviert. Alles, was ihr zu tun habt, ist, die Menschen zu befreien. Sie danken euch sicher. Ach, guck mal, da hinten ist noch eine 5. Oh, Tatsache.
Oh. Mensch. Okay. Na, da freue ich mich ja drauf. Super, dann sind es ja doch noch mindestens zwei, wenn nicht noch irgendwo eine sechste aufgeht. Richtig, richtig. Gut. Mensch, ja, wir sind heute richtig gut vorangekommen. Das war eine gute Session, Norske. Ja, wir waren richtig gut heute. Also wirklich. Wir müssen uns auch mal selber loben. Aber sowas wenn es schon die Zuschauer nicht tun. Doch, das machen sie bestimmt. Hoffen wir mal. Ne? Wir zählen auf euch, liebe Zuschauer. Genau. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir uns dann den Raum 5 zuwenden. Genau. Und damit sagen wir für heute Tschüss und macht's gut. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.